Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. So, wir sind wieder in der Outlaw-Stadt. Es ist mal wieder Zahltag, mein Freund. War ich wohl verhauen. 100 Splitter und du darfst dich weiterhin frei im Fort bewegen. Darf ich ihn umhauen? Ich werde nicht mehr bezahlen. Ich habe schon bezahlt. Wenn du nicht sterben willst, lässt du mich besser in Ruhe. Geht da irgendwas? Nein. Ich werde nicht mehr bezahlen. Probieren wir's mal. Wenn das so ist, darfst du auch nicht mehr ins Fort. Leute, die nicht zahlen, schaden dem Vor. Und wer dem Vor schadet, den können wir hier nicht gebrauchen und muss sterben. Dich zerquetsche ich! Alter. Aha. Oh. Hey. Okay, Ray tut nichts. Warte mal. Wenn ich jetzt genesen bin, vielleicht hätten wir sogar eine Chance. So viel Damage macht der nämlich gar nicht. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Gut. Ich wollte zwar eigentlich keinen Trank mehr benutzen für das, aber ich will ehrlich gesagt meine Ruhe mal von den Deppen haben. Ich probiere es nochmal. Also, nichts mehr zahlen. Ich, wenn da Leute die und wer dich zerquetscht, den verprügeln. Ja. Boah. Also, stark ist er. Der ist richtig stark. Und Ray hilft natürlich nichts, weil das sein Landsbruder ist, ne? Aber wir hätten unter Umständen ja also Krippel. Boah, das mit dem Gift ist halt nicht feierlich. Habe ich jetzt trinken können? Na, ihr rennt dir dafür zu. Hoppala, ich wollte doch nur was saufen. So, jetzt geht's gleich wieder. Und? Oh. Hab ich den jetzt umgebracht? Tot. ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht. Werden wir gleich sehen. Lala. Hallo. Wo ist denn hier der Putztrupp? Okay, das scheint kein zu jucken. Gut. Bin ich auch zufrieden. Gut. Dann zum Wetter. was wollte ich eigentlich machen? Genau, hier ist irgendwo, ne, der Kerl. Wait, hallo. Ray Steckbrief ist mit Mr. W unterschrieben. W wie Wyatt? Ray Steckbrief ist mit Big W unterschrieben. W wie Wyatt. Klingt ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Du glaubst echt, ich hätte den Steckbrief geschrieben? Du hast doch keine Ahnung, Mann. Verschwinde endlich. Schönen Tag. War das falsch? Und jetzt? Wir haben keine Ahnung. Das ist aber auch nicht nett. Der einen Steckbrief haben soll. Müssen wir den jetzt hauen? Haben wir gespeichert? Ich speichere mal kurz. Na, warte, ich nehme 9. Ihr habt jetzt gerade ein bisschen Respekt vor. So, speichern. Jawohl. Nicht, dass ich wirklich Blödsinn gemacht habe und hätten die mich schon zusammengeschlagen, oder? Das ist eine Schlägerei angezettelt. Okay. War wahrscheinlich jetzt auch nicht schlau, ne? Werden wir gleich sehen. Na, das war nicht schlau. Okay, na, das war nicht richtig. Ich wollte sie nur mal ausprobieren. Darum habe ich hier auch extra gespeichert. So. Okay, das ist nicht richtig. Schönen Tag. Kann man ihn vielleicht dann ausrauben? Das ist echt mysteriös.
Ich habe keine Ahnung, hat er gesagt. Ja, da hat er vollkommen recht. Ha, das ist ja nicht einmal gelogen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber den Steckbrief haben wir doch schon von ihm, oder? Haben wir den jetzt schon am Anfang gekauft gehabt? Zeig mir deine Ware. Alles klar. Ach, da hinten bieselt schon wieder jemand. Es ist schrecklich. So, ich wollte mich da jetzt nur ein bisschen umschauen, ob wir noch was hätten zum Verkaufen. Wahrscheinlich dabei nicht wirklich. Nee. Weil wir brauchen ja Geld. Ein Tausender brauchen wir schon mal für einen weiteren Steckbrief. Ja. Aber derweil habe ich nichts Gescheites, glaube ich, zum Verscherbeln. Lili. Da können wir wieder drei hergeben. Eine Öllampe, ein guter Becher, zwei Krüge, eine Rohrzange. Zwei sogar. Ja. Ist immer noch kein Tausender. Ja. Boah, ey. Könnte es auch sein, dass wir mal dann langsam mit den Quests sogar fertig sind und wir uns dann schon für eine Fraktion entscheiden dürfen? Wenn wir jetzt zum Beispiel das und das da schon hätten? Oder bleibt das bestehen? Und weil eine Hauptmission ist es ja nicht unbedingt, wenn wir uns jemanden anschließen, ne? Gesetz der Berserker und Tavar, da hält man noch was. Eine versprengte Einheit. Die könnte man probieren. Die Mutprobe. Energieverstärker besorgen. Wenn wir sie wieder haben. Das können wir auch probieren. Wo müssen wir da zum Beispiel hin? Für diese Waffe. Achso. Volkmar. Achso, dahin. Check. Achso, da waren die vielen Leute, ne? Aber wir sind jetzt ja wieder ein bisschen stärker geworden. Wir könnten es theoretisch probieren. Könnte man versuchen, ne? Ich meine, mehr als Verrecken tun wir eh nicht. Und weniger als Überleben auch nicht. Ah ja. Natürlich, da war ja was. Ja, normal müssten wir den schon mittlerweile backen. Okay, der ist stärker. Der ist um einiges stärker. Ui. Sei bloß, hinter uns sind jetzt auch noch irgendwelche Viecher. Okay, der ist sehr viel stärker. Da ist noch nichts mit Backen. Ja, ein paar kleinere Tränke zu uns nehmen. Oh ja, war klar. Na klar. Ist klar, ich hätte abhauen sollen. Naja, ich hätte vielleicht immer noch abhauen. Den packe ich mal netter. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? War das nicht immer da drüben? Da drüben, glaube ich. Da drüben war's. Boah, ey. Hart. Hart und unfair. Da. Ich glaube, da drüben war dieser komische Kauz. Alter. Da hilft das. Bastard. Was? Jetzt kannst du schon aufhören, da. Bei Fuß, Ray. Da. Nehmen wir noch schnell ein paar Tränke. Das war jetzt echt vergeudete Zeit. Ich wollte es nochmal probieren. Aber wer weiß, ob wir das da überhaupt jetzt hinkriegen. Den können wir fertig machen. Na? Oh je, Madonna. Jetzt kommt die auch noch. Okay, nichts ist mit angreifen. Die Flucht ergreifen ist gesünder. Momentan. Mann, ey, wie doof. Ja, lauf, 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 lauf. Haben wir jetzt Ruhe? Geht, dreht's um und haut's ab.
Ist ja wahr. Und sie jetzt weg. Halt, Entschuldigung. Den Knochen wollte ich eigentlich mitnehmen. So. Noch mehr Knochen? Alter, die Schweine! Was war denn das jetzt gerade? Boah, die beiden nerven, ne? Warte, ich lade nochmal. Das geht so nicht. Bei aller Liebe, das geht so nicht. Na. Also, nochmal von vorn. Sauber hinporten und schnell die Flucht ergreifen. Nichts angreifen, einfach nur rennen. So. Ganz einfach und unkompliziert. Ist am besten. Aber ich sollte vielleicht vorher nochmal kurz schlafen gehen. Da müsste doch irgendwo ein Bettchen geben, oder? Das könnte man noch machen vorher. Halt, Dame scheint's. So, einmal Schläfchen. Bis zum nächsten Morgen. Ich bin eh gleich weg. Ich schlaf nur kurz. Meine Güte, die sind alle gereizt. Du wolltest es nicht anders. Mach das ja nicht nochmal. Ich habe ja nichts gemacht. Mann, ey. Ich habe ihn nur ausgeruht. So, also nochmal. Warte, wie war das? Ich habe die Quest nicht ausgerüstet, Entschuldigung. Also, nein, da. Ich wollte das dann nochmal machen. Das war's, glaube ich, ne? Ja. So. Also, probieren wir es nochmal. Mann, dieser Teleporterpunkt da ist halt echt auch doof. Muss man echt sagen. So. Und auf geht's. Wo muss ich jetzt hin? Immer diese Orientierungslosigkeit darüber. So. Geht schon gerne mal Vollgas. La 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 la. Schnell abhauen. Da, oh, ruck. Na 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 na. So. Passt. Das ist gut gelaufen. Sehr gut. La, la, la. Hä? Wo kommt jetzt dieser Schakal her? Da war ich vorher nicht da. Naja. Au. Ray. Ray. Hallo. Wo ist dieser Klimpel schon wieder? Hallo. Zack. 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 Ich mach schon selber. Zack. Zack. Du bist ja anderweitig beschäftigt, mein Freund, ne? So, also. Dann gehen wir darüber. Da haben wir auch eine Pestrate. Können wir mal stehen lassen. So. Lässig. Wie im Bilderbuch. Ja, ja. So, da sind wir wieder, ne? Würde ich sagen, dann speichern wir nochmal. So. Probieren wir unser Glück. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir die noch immer nicht besiegen können. Und da muss ich mir wieder eine andere Quest suchen. Aber, wie heißt es so schön? Probieren geht über Studieren. Jetzt stell dir mal vor, das Ding wäre eine dicke, fette Zigarre. Mit so einem Prügel könnte sogar ich den Sonnenuntergang genießen. Mhm. Ich sollte nochmal speichern. So, dann müssen wir ein Stückchen näher. So, tief durchatmen und das Beste hoffen. Und wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Ja. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mache ich lang. Super. Ja, der geht. Der geht mit. Die gehen mittlerweile. Da haben wir eine Chance. Das könnten wir schaffen. Wenn ich mal trinken dürfte. Wow. Ja, ja. Wir haben eine Chance, aber ohne trinken geht das nicht. Okay. Besser spielen, dann haut er schon hin. Ja. Die sind machbar. Mittlerweile. Schön ein nach dem anderen, das klappt schon. So, gleich wieder die Waffe zücken. Hallo. Und wieder ein. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ich mache ich lang. Oh. Waffe macht sie wieder zu. Das ist natürlich nicht so klasse.
Jo, Ray, bitte. Okay. Oh, der erste ist schon mal weg. Passt, wir schweben mal zu etwas höheren. Oder auch nicht. Ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich rauf, um mal was zu saufen. Hey, das ist der Falsche, den du anvisiert hast, du Kumpel. Ray ist immer noch da, um zu helfen. So, wieder trinken. Wieder ein bisschen laufen, dass wir jetzt getroffen werden. So, der nächste ist hin. Wieder rauf. Wieder was trinken. Wieder in Bewegung bleiben. So kann's was werden. Komm, komm, Energie. Yeah, der nächste ist weg. Oh na, Ray. Komm, ich bin nur bewusstlos. Jawohl. Hoffentlich ist Ray nur bewusstlos. Ja, ich Gott sei dachte, Dank. Du passt auf meinen Rücken auf. Hab ich ja. Aber du musst auch auf meinen aufpassen, während ich trinke. Hui. Holla die Waldfee. So, das ist speicherungswürdig. So. Sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Bettchen zum Schlafen oder einen Schlafsack. Den würde ich jetzt wirklich von Herzen gerne annehmen. So. Aha, da sitzt auch jemand. Passt. Da haben wir schon mal was. Also, bis zum nächsten Morgen pennen. Sehr gut. So. Wohnt da prächtig. Dann schauen, was wir hier kriegen können. Ja, Klopapier, Krug und so weiter. Oh, das passt eh. Alex, ein Zigarettenpackerl, Tresor. Also, passt, nehmen wir alles mit. Jetzt war ich aufs Hacken vorbereitet. La Cucaracha. Nein, nicht schlafen. Entschuldigung. La Cucaracha, das hört sich ganz irgendwie nach einem Steam an. Jo. Na? Rohes Fleisch. Gute Gabel. Gut, noch eine gute Gabel. Kleiner Heiltrank. Und Knochen. Und rohes Fleisch. Gezackter Bolzen. Aha. Und check. Bist diesen Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Ein Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck ein Aus. Tja, bitte, auf dein Wohl. Auf dein Wohl. Ah, das wird meiner Kehle gut tun. Mhm. Hast ein Gut bei mir. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Okay, warum hat es dich hierher verschlagen? Erzähl mir von früher. Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Na, was hat dich hierher verschlagen? Ja. Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus. Ja. Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ja. Ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Ja, der gute alte Jack und sein Leuchtturm. Egal, was man spielt von Piranha Bytes, Jack und sein Leuchtturm sind allgegenwärtig. Er war bei Gothic, er ist bei Risen und er ist bei Alex, wie es sich gehört. Ha, schön, oder? Also mir gefällt's. Mutig für jemanden in deinem Alter. Ist das die ganze Wahrheit? Mutig für jemanden in deinem Alter? Vielleicht auch zu mutig. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten.
Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band. Und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen. Und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Du hättest kämpfen sollen. Na, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihnen heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst habe. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen. Und bevor du fragst, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Ja, es kann nicht immer alles gut gehen, ne? Manchmal passiert halt sowas. Auf jeden Fall werden wir den Part jetzt beenden. Wir haben Jack und seinen Leuchtturm befreit und werden im nächsten Part ein bisschen mit ihm weiterquatschen. So, okay. Ihr Lieben, bis gleich. Also, Jack gemeint jetzt. Und euch natürlich auch. Bis gleich und vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!